Ein neuer Flughafen geht an den Start. Es ist irgendwas passiert, was die Kollegen dazu animiert, schnell zu laufen. Der Pannen-Airport BER, berüchtigt für seine Baumängel. Beide Türflügen müssen aufgehen. Geht nur einer auf, müssen wir melden, wie immer. Hallo, gute Reise. Das Herz schlägt ganz schnell, der Puls ist ganz hoch. Der erste Flug zum Hauptstadt-Airport. Nach 14 Jahren Bauzeit. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut. Ich dachte, dass wir uns wiedersehen. Der Flughafen Berlin-Brandenburg. Kritiker hatten ihn längst abgeschrieben, wollten das Gebäude nach etlichen Pannen schon abreißen. Jetzt kommt Leben ins Terminal, der Start, 14 Jahre nach dem Spatenstich. Hallihallo, guten Tag. Es ist der 31. Oktober 2020. Der BER eröffnet. Für Betriebsleiter Patrick Muller ein Großkampftag. Im Lagezentrum bündeln sie alle Informationen. Wir haben uns einige Bilder zusammengestellt, um einen Überblick zu haben über die Lage. Heute ist natürlich die Demonstration im Vordergrund und die VIP-Gäste, die anreisen. Unzufriedene Taxifahrer und hunderte Klimaschützer in Pinguinkostümen demonstrieren. Hallo Herr Braunmüller, bin gerade im Lagezentrum. Haben Sie einen neuen Sachstand, was die Pinguine und die Taxifahrer angeht? Die Demonstranten friedlich. Die Zufahrt für VIP-Gäste noch frei. 200. Dafür gibt es ein neues Problem im Terminalbahnhof. Dann danke für die Info. Bis später. Tschüss. Ja. Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Die haben die Aufzüge. Jetzt ist der Aufzug kaputt. Unten vom Bahnhof, die wir eigentlich absperren wollten. Und dadurch, dass wir die umgeschaltet haben, wollten sie jetzt wieder zurückstellen. Jetzt schaffen sie es nicht mehr. Das ärgert mich jetzt maßlos. In wenigen Stunden sollen zwei Eröffnungsflieger landen. Zeitgleich. Punkt 14 Uhr. Mit VIPs und Airline-Chefs an Bord. So der Plan. Hallo, Chef. Genau, kein Problem. Also, ich wollte Sie kurz abholen zu den Informationen Doppellandung. Im Moment ist die Wetterlage so, dass wir keine eindeutige Lage haben. Wir haben mit der Flugsicherung gesprochen. Wir werden auch beide Landerichtungen prüfen auf die beste meteorologische Situation. Wir werden es allerdings erst um 13.45 Uhr wissen. Auf dem Rollfeld. Letzte Vorbereitungen für die parallele Landung von EasyJet und Lufthansa. Für den Airport der offizielle Startschuss. Muller kennt die Wetterprognose. Eine Regenfront naht. Hallo. Na, bei Ihnen ist ja was los. Ja, ne? Endlich mal. Im Moment zittern wir, was der Wettergott jetzt macht. Und jetzt haben wir das so weit auf die Spitze getrieben, dass die Crew der EasyJet in der Luft entscheiden wird, ob sie die Sichtverhältnisse haben und ob sie die Wolkenuntergrenze haben. Keine Partystimmung zur Eröffnung. In letzter Minute mussten sie fast alle Ehrengäste ausladen, wegen Corona. Das Terminal? Mittlerweile belagert von Demonstranten. Klimaschützer, Taxifahrer, Lärmgegner. Das Terminal ist gesperrt, bis zum Abend, eigentlich. Großeinsatz für Bundespolizeidirektor René Kexel und 600 Beamte. Lagebericht vom Einsatzleiter. Das ist Robin, leg los. Wir sind jetzt in Form dieses Flashmobs in gewisser Weise überrascht worden, konnten aber die Linie unten halten, sodass also niemand hier oben in den noch
nicht öffentlich zugänglichen Bereich hochging. Eine Bewährungsprobe am Eröffnungstag. Wir haben Kollegen seit 15 Jahren hier für diesen Tag arbeiten. Und jetzt ist es soweit. Und dass nicht alles im Flugverkehr auf die Zustimmung der breiten Öffentlichkeit stößt, das ist nun mal so. Und dass hier dagegen demonstriert wird, das ist völlig in Ordnung. Lagebesprechung in der Haupthalle und auf der Wache. Eintritt nur per Handscanner. Höchste Sicherheitsstufe. In der Zentrale koordiniert René Kexel alle Einsätze. Ich hätte gar nicht nach Hause schicken sollen. Wie sieht's denn aus unten? Mit Spezialkameras haben sie alles im Blick. Wenn sich also irgendwas bewegt, was dort nicht hingehört, dann wird es automatisch aufgeschaltet. Weil die Kollegen, die hier sitzen, wir haben insgesamt über 400 Kameras im Terminal. So groß gibt es keinen Monitor und so viele Augen hat auch niemand. Also das muss man schon technisch unterstützen. Hoch über den Regenwolken. Gute Sicht beim Jungfernflug. Noch. Katharina Jung hat ein Jahr lang für diesen Moment geackert, den Umzug ihrer Airline zum BER gemanagt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin mehr als begeistert, dass wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind. Ich bin noch immer total aufgeregt. Wir sind noch on time. Es sind nur noch wenige Minuten, so langsam, bis wir am BER landen. Und ich kann es einfach gar nicht abwarten. Die allererste Landung. Ein Meilenstein für den Airport. Welcome everyone to BER. We're pleased to say that we've made history and we're the first airline to land at Berlin's newest airport. In letzter Minute musste die Crew entscheiden. Kein paralleler Anflug. Wegen der Regenfront. Eine große Verantwortung für Pilot Thomas Wilpert. Man ist ja im Laufe seiner Karriere unglaublich viele schöne Plätze angeflogen, weltweit. Aber das war doch heute mit Abstand der wichtigste und schönste Flug. Hey, super. Du wirst immer so machen, ja. Klasse. Richtig super, richtig toll gemacht. Ganz, ganz toll. Oh, danke. Du wirst es nicht glauben, der Flughafen ist jetzt offen. Ja. Ich kann es kaum glauben. Ich bin begeistert. Ja. Wäre natürlich auch schön gewesen, hätten wir die parallele Landung hinbekommen. Aber so das wäre unser Favorite gewesen, genau. Aber jetzt war es genauso schön. Wir sind ja trotzdem gemeinsam hier reingerollt ins Terminal. Genau. Und wir sind alle sicher gelandet, gemeinsam reingerollt. Ja. Wir haben den BER zusammen aufgemacht. Ja. Und er wird jetzt aufbleiben. Er bleibt jetzt auf. Ja. 24 Jahre nach dem Baubeschluss ist der BER endlich offen. Ein halbes Jahr zuvor war unklar, ob das klappt. Sommer 2020, der Pannen-Airport im Endspurt. Zum ersten Mal kommen Passagiere ins Terminal als Tester. Herzlich willkommen erstmal am Flughafen zum Probebetriebtag. Wir haben für Sie zwei Flüge heute vorbereitet. Einmal nach Kutaisi in Georgien und einmal nach Moskau. Sie bekommen von uns ein Baby im Kinderwagen. Cool. Und dann würden wir Sie bitten, einfach mal zu testen am Flughafen, wie das ist mit Kinderwagen und mit Baby halt hier sich zu bewegen. Am Gepäckband sollen sich Steffen und Dörte Diko ihre Koffer für den Testflug schnappen. Jahrelang haben die Berliner die Pannenserie verfolgt auf der Dauerbaustelle. Nun wollen sie wissen, wo ihre Steuergelder abgeblieben sind. Im 6 Milliarden Euro teuren Airport. Cool. Es ist peinlich, das ist unser Geld. Und es ist schade, dass es Leute gibt, die, ich sag mal, über diesen Kopf hinweg einfach über diese Millionen, Milliarden entscheiden und denen das eigentlich am Ende scheißegal ist, wo das Geld herkommt. Ich glaube, dass keiner das im Privaten irgendwo machen würde. Und hier werden Milliarden einfach so rausgeschleudert. Das ist traurig. Jetzt ist erst mal Testen angesagt. Hallo, wir hätten gern ein Baby. Ihr eigenes Kind ist schon 23 Jahre alt. Für einen Tag sind sie nun Eltern mit Babypuppe. Dankeschön. Erste Orientierungsversuche. Inmitten von 400 anderen Passagieren. Wir warten jetzt, bis es losgeht. Verstehe ich nicht. Steffen, wo sind denn die Flugsteige? Viel Spaß im Probebetrieb. Alle mit Gepäckwagen nutzen bitte die 6 Aufzüge.
Alle anderen nutzen bitte die beiden Rolltreppen, die wir haben, oder die Treppen. Viel Spaß. Monatelang testen fast 10.000 Freiwillige den BER. Rolltreppen, Check-in-Schalter, Aufzüge. Ebene 1, Check-in-Halle und Airline-Service-Counter. Level 1, Check-in-Hall and Airline-Service-Counter. In der Haupthalle Passagierstau. Wo bitte geht's zur Gepäckabgabe? Wir zeigen echte Probleme. Wir kommen da nicht hin. Geh du mal vorwärts. Geh du mal vorwärts. Der Weg zur Gepäckabgabe, ein Engpass. Ich gehe außen rum, ich warte, bis du dran bist, okay? Kommst du hier nicht durch? Nee, da komme ich eh durch, kannst vergessen. Nur 118 Schalter. In Frankfurt und München gibt es dreimal so viele. Sie fliegen zu zweit? Zu dritt. Zu dritt, okay, dann könnten Sie mir alle drei Unterlagen geben. Sie haben noch ein Baby dabei, ja? Ja. Das zweite Gepäckstück können Sie gerne aufs Band stellen. Die Taschen endlich aufgegeben. Die erste Hürde genommen. Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, dass ich losfliegen möchte am liebsten. Da kommt so ein kleines Tränchen, weil natürlich wären wir auch dieses Jahr gerne wie viele andere in Urlaub geflogen, aber ist eben halt nicht. Dafür bleiben ja noch ein paar Etappen am BER. So, habe ich Ihnen schon gesagt. 13 Uhr, A03, das ist die Lufthansa. Die haben schon gebordet. Patrick Muller soll den BER startklar machen. Der Franzose hat das anderswo schon geschafft. 6 Mal, ob in Kairo, Doha oder Dubai. Und wenn man solche Projekte schon mehrmals gemacht hat, dann weiß man, wo die Knackpunkte sind. Ich kümmere mich nicht um die Reinigung in den Toiletten. Das Thema weiß ich, das läuft. Aber wenn es um die Check-in-Systeme oder um die Systeme der Fluggesellschaften wie jetzt geht, da stelle ich Fragen in diesen Bereichen. Noch läuft nicht alles rund. Gesund klingt das nicht. Dieses Laufband braucht eine Überholung. Bei Ihnen alles okay soweit heute? Gut. Dankeschön. Später. Wie lief's denn im EBT heute? Patrick Muller und Terminalmanagerin Kathi Krüger bleiben noch 6 Monate. Die größten Baumängel sind behoben. Die berüchtigte Brandschutzanlage ist abgenommen. Aber funktioniert wirklich alles? Zweimal rangehalten oder nur einmal? Ich glaube, nur offen gehalten. Okay, dann testen wir das gleich nochmal. Schon einmal wollte Kathi Krüger den Pannen-Airport miteröffnen. Doch der Termin platzte. Nun ein neuer Anlauf. Quasi noch nicht die Berechtigung hatte. Das ist extrem spannend. Also für mich glaube ich sowieso, auch gerade jetzt hier der Probebetrieb, hatte ich damals im Jahre 2012 auch schon eben im Probebetrieb mitgemacht habe. Und da bin ich ganz ehrlich, habe ich schon auch letztlich persönlich ein gewisses Trauma davongetragen. Vor dem Terminal das Rollfeld, ein Parkplatz. Die Jets vorübergehend stillgelegt. Corona-Opfer. Ja. Ausgerechnet in der größten Krise der Luftfahrt soll der BER starten. Schon ein trauriges Bild, das zu sehen. Diese Flugzeuge sollten eigentlich alle in der Luft sein und Geld verdienen und fliegen und stehen am Boden. Corona lässt grüßen. Das Virus hat die Branche voll erwischt. Eine extra Herausforderung für das Flughafenteam. Nach vielen Skandalen und Negativschlagzeilen. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren im Amt und habe den BER aus weiter Ferne, aus dem Mittleren Osten immer beobachtet und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Wir in Deutschland kriegen das nicht hin. Der Pannen-Airport, eine Peinlichkeit. Weltweit. Nun müssen 10.000 Mitarbeiter geschult werden. Auch die Flugzeugcrews. Ich glaube, ich stelle euch einfach schon mal die Seite mit EasyJet ein. Und dann könnt ihr sozusagen durchgehen. Katharina Jung managt den Umzug ihrer Airline zum BER. Von den bisherigen Berliner Flughäfen. In Tegel und Schönefeld sind das relativ kurze Wege. Da sind die Crews innerhalb von wenigen Minuten am Flugzeug. Hier am BER ist es einfach so, dass wir ein ganz neues Terminal haben. Wir haben verschiedene Wege, Verbindungen, die wir einfach beachten müssen. Ich würde mich einfach an das Gate hier vorne stellen und ihr geht einfach weiter und sucht den Crew-Eingang. Ihre Aufgabe? Den kürzesten Weg zum Flieger finden. Der Flughafen Berlin-Brandenburg
soll Deutschlands drittgrößter Airport werden. Hinter Frankfurt und München. Wir haben vergessen zu sagen, es gibt auch einen Aufzug. Oh. Ihr seid direkt links runter, genau. Ihr seid links die Treppe runter, es geht rechts um die Ecke, gibt es einen Aufzug. Oh, das ist so ja. Wissen, weil wir haben ja doch echt schwere Koffer manchmal ja. Dabei. Da, wo die Brücke auf der Position ist, geht ihr einfach hin. Der Flughafen, geplant für 40 Millionen Passagiere jährlich. In Corona-Zeiten utopisch. Ja, das ist so umwerfend. Das ist so groß, aber man ist schnell verloren hier. Die Managerin will in wenigen Wochen prüfen, ob ihre Jets am BER andocken können. Es ist viel, viel schneller, wenn ihr Stimmt. einfach hinlauft. Ja. Im Terminal, die Shopping Mall, eine Baustelle. Die Flughafengesellschaft hat leere Räume vermietet. Für den Ausbau sind Imbiss und Ladenbesitzer selbst verantwortlich. Die Platte kann man noch weiter vorschieben, oder? Beatrice Posch möchte Spielzeug verkaufen. Weil es geht ja darum, dass die Ecke hier sozusagen geschützt ist, dass da nicht immer jeder gegenrennt. Ihren Laden hat sie schon einmal eingerichtet. Vor 8 Jahren, als die Eröffnung platzte. Von der Absage erfahren hat sie aus dem Fernsehen. 2012, das war eigentlich wie eine kalte Dusche. Ne? Also wir waren ja fix und fertig, der Laden war vollkommen eingeräumt und eingerichtet, Mitarbeiter eingestellt. Und dann 3 Wochen vorher die Absage. Also damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Wegen der Baumängel am Flughafen musste sie alles ausbauen. Nun wieder einbauen. Stress. Vielleicht kann die Terminalmanagerin ja helfen. Hallo. Ich wollte mal gerne einen Blick bei Ihnen reinlassen, weil das gerne. Sieht ja jetzt schon gut aus. Während der Phase des Ausbaus hier hätte ich mir noch eine intensivere Zusammenarbeit gewünscht, weil die Termine wurden ja doch relativ oft verschoben. Also es war schon auch ein holpriger Weg. Ich habe die Woche noch einen Termin mit den Kollegen. Mhm. Da sprechen wir darüber. Cool. Toi, toi, toi. Sie kriegen das hin auf jeden Fall. Auch Gastronom Gregor Klessig will endlich seine Fischbrötchen verkaufen. In den Imbiss hat er 350.000 Euro investiert. Totes Kapital seit der spektakulären Absage. Seitdem hat der Flughafen 4 weitere Eröffnungstermine angekündigt und wieder abgesagt. Ohne seine Filialen in Bahnhöfen, erzählt er, wäre er längst pleite. Und jetzt hoffen wir, dass der BER erstens öffnet. Davon gehen wir jetzt mal aus, nach dem Druck, den wir hier erfahren für die Fertigstellung. Und zweitens, dass wir auch etwas verkaufen können. Es nutzt uns natürlich auch nichts mehr am Öffnen. Und ich stehe hier alleine mit meinen Fischbrötchen. So, ach, da vorne hast du auch schon eingezeichnet alles, okay? Sein Inventar musste er am Flughafen einlagern. Jetzt sind Tischplatten kaputt, Zapfhähne und Lampen verschwunden. Okay, ja, wir haben alles Schränke durchgesucht, hier ist nichts. Ja, wir haben alles durchgeschaut, aber wer weiß, was hier in den Jahren wohin geflogen ist. Okay, mit dem, ja. Das Fiasko kostet sein Geld. Für die verantwortlichen Manager und Politiker findet er nur noch harsche Worte. Alle haben sich weggeduckt, dann hat der Bürgermeister gewechselt. Keiner hat jemals wirklich Verantwortung übernommen. Ja? Und das hat uns schon hart getroffen und besonders auch, wenn man dann die Berichte verfolgte, wer alles wie welche Gelder hier bekommen hat und was für Korruptionsfälle es gab. Und wir stehen als kleiner Fischmann da und setzen unser Eigenkapital ein, investieren, schaffen Arbeitsplätze. Das muss ich auch noch dazu sagen. Irgendwann ist Bauabnahme. Er fürchtet, zur Eröffnung wird es nichts mit Fischbrötchen am Flughafen. Die Serie von Pleiten und Skandalen währt schon Jahrzehnte. 1996 setzt die Politik Schönefeld als Standort fest. 2007 soll der neue Hauptstadt-Airport öffnen. 2003. Die Privatisierung des Flughafens scheitert. Berlin, Brandenburg und der Bund nehmen den Bau selbst in die Hand. Ein Kapitalfehler. 2006. Spatenstich. Der Flughafen soll 2011 öffnen. Kosten 2 Milliarden Euro. Ständig fordern Politiker Umbauten. Für mehr Geschäfte, größere Flugzeuge. Das Technikplanungsbüro geht pleite. Die Eröffnung verschoben.
auf 2012. Zweifel wischt Berlins Bürgermeister vom Tisch. Ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird. 2012. Die Eröffnung abgeblasen, kurz vor dem Termin. Begründung? Der Brandschutz. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Der Flughafen ist nur zu 56% betriebsfähig. Mit zehntausenden Mängeln. Zu kurze Rolltreppen, defekte Türen, die Brandschutzanlage unbeherrschbar. Neue Termine? Erst März, dann Oktober 2013. Der Bau wird fertiger und fertiger und wir sind da auch zuversichtlich. Der Flughafenchef verschiebt die Eröffnung auf 2017 und tritt ab. Reihenweise machen Verantwortliche den Abflug. Verantwortung übernimmt keiner. 2016. Die Entrauchungsanlage wird umgebaut. Zehntausende Kilometer Kabel ausgetauscht. Wieder wackelt der Termin. Das kann Ende 17 klappen, das kann Anfang 18 sein. Und dass es da jetzt auf eine Woche oder einen Monat auch nicht mehr drauf ankommt. 2017. Flughafenchef Nummer 5. Und wir müssen endlich die Baustelle fertig kriegen. Eröffnung verschoben auf 2020. Die Kosten verdreifacht. Von 2 auf 6 Milliarden Euro. Herzlich willkommen am Flughafen Berlin-Brandenburg. Zurück bei den Testern mit Kinderwagen. Steffen und Dörte Diko suchen die Sicherheitskontrolle. Die Ausschilderung verwirrend. So, wollen wir jetzt mal schauen, wo wir... Zur Sicherheitskontrolle, da hinten. Zur Sicherheitskontrolle? Ja, genau. Security. Aber hier steht's doch dran. Nee, da hinten ist hier oben nochmal. Das ist wirklich. Aber wenn da Sicherheitskontrolle steht, dann geht doch zur Sicherheitskontrolle. Warum soll ich jetzt immer durch den ganzen Flughafen rennen? Welcher Weg ist der richtige? Nee, hier ist doch nichts. Ist alte Schloss. Ja, wo ist, dann müssen sie es draußen hinschreiben. Stopp! Hier ist nur auf für die Handwerker, weil wir hier arbeiten. Ja? Ansonsten ist hier zu. Aber es wäre schön einfach gewesen hier. Ja. Also zurück in die Haupthalle, zur richtigen Kontrollstelle. Wenigstens sind sie im Sicherheitsbereich, auf der nächsten Baustelle. Hier wird noch ganz schön viel gebaut, ne? Hier sind dann nachher die der Blick in die Geschäfte ernüchternd. Ich weiß, dass bei so einer Ladeneröffnung, da wird normalerweise am letzten Abend, also in der letzten Nacht sitzen die noch alle da, damit es nächsten Morgen klappt. Das ist für mich normal. Der Flieger nach Georgien wartet nicht. Wieder orientieren. Welcher Flugsteig? Wie weit ist die Strecke? 21 Minuten Fußweg? Sollen wir da hinlaufen? Wie heißt die? B40? B. Ach, du ahnst es nicht. B40? B40, ja, ist ja genau. Fast ganz hinten. Fängt hier mit B2 an. Ja, ja. Wenn, dann lasse ich uns jetzt den kompletten Gang ablegen. Na, toll. Ihr Flugsteig liegt im letzten Zipfel des Gebäudes. Trotz Schilderwald und Sackgasse die zweite Etappe geschafft. Eine haben sie noch vor sich. Da steht ja eine Easy-Shell-Maschine. Ist ja krass. Also, Großeinsatz für Bundespolizeidirektor René Kexel. Der Auftrag für 210 Beamte, die Durchsuchung des gesamten Flughafens. Auf 9,7 Quadratkilometern. Als wir uns letztes Mal hier gesehen haben, stand das Vorfeld noch voller Flugzeuge. Ne? Hubschrauberpiloten suchen gefährliche Gegenstände. Messer, Waffen, Sprengstoff. Ein jahrzehntelanges Projekt schon fast, wird jetzt mit unserer Unterstützung zum Ende gebracht. Und hier hängt ja auch viel Schweiß und Tränen und Blut dran. Erst wenn die Durchsuchung abgeschlossen ist, kann der BER offiziell als Flughafen zugelassen werden. Von der oberen Luftfahrtbehörde. Spezialkräfte sind angerückt. Die sorgen sonst für die Sicherheit von Bundesregierung und Staatsgästen.
werden jetzt in 10 Tagen quasi den BER, den Terminal 1, nehmen und wie einen Schuhkarton schütteln. Und alles, was rausfällt und verboten und gefährlich ist, schieben wir zur Seite. Und alles, was einverstanden und okay ist, das legen wir wieder rein. So kann man sich das vorstellen. Sprengstoffsuche in 290 Räumen. Wirkt etwas durcheinander, oder? Wortsalat an der Türschleuse. Dabei sind die Beamten klare Ansagen gewohnt. Auf der Wache Auswertung. Ich habe einen Kollegen gefragt, wo es jetzt lang geht. Es ist ein langer Einsatz. Und hier gilt nicht Schnelligkeit vor Sicherheit. Hier sind 100% für uns gerade gut genug. Ja. Etliche Messer und Werkzeuge haben sie sichergestellt. Die Durchsuchung erfolgreich abgeschlossen. Nicht erfolgreich? Die Finanzen. Berlin, Brandenburg und der Bund bauen den Flughafen gemeinsam. Haben 6 Milliarden Euro ausgegeben. Nun ist das Geld schon wieder knapp. Morgen. Guten Morgen. Krisensitzung in der Chefetage. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup und sein Team blicken in ein Finanzloch. Milliardenkredite müssen zurückgezahlt werden. Corona verschärft die Lage. Keine Flüge, keine Einnahmen. Weitere 800 Millionen Euro Steuergelder sollen den Flughafen durch die Krise bringen. Nein, wir sind kein Pleiteflughafen. Aber es gab riesige bauliche Probleme mit der gescheiterten Öffnung 2012. Manchmal reden wir von einer Baukatastrophe. Und wir haben 8 Jahre länger gebraucht. Und 8 Jahre später werden wir dem Flughafen Geld verdienen. Am Flughafen Tegel wurde in den letzten Jahren gutes Geld verdient. Doch nun ist Schluss für den beliebten City Airport. Der Umzug vom alten zum neuen Flughafen läuft. Terminalmanagerin Kathi Krüger überwacht, wie ihr alter Arbeitsplatz abgewickelt wird. Dieses Equipment zieht jetzt auch noch um Richtung BER. Derzeit stecken wir ja alle noch gewaltig in der Krise. Das hat den Umzug natürlich wesentlich leichter jetzt gemacht in den letzten Tagen und Wochen. 300 Umzugsfahrten über die Landesgrenze. Der BER liegt in Brandenburg. Für Berliner ganz weit draußen im Süden. Noch hinter dem alten DDR-Flughafen Schönefeld. Erreichbar per Auto oder Zug. Die Fahrt zum Hauptstadtflughafen führt durch ein Nadelöhr. Schon jetzt ist die Stadtautobahn ständig verstopft. Reisenden droht Stress im Stau. Nächste Station, Flughafen BER, Terminals 1 und 2. Next stop, BER Airport, Terminals 1 and 2. Mit der Bahn dauert die Fahrt vom Berliner Hauptbahnhof eine halbe Stunde. Den Bahnhof unter dem Terminal kennt Jörg Preuß bestens. Jede Nacht fährt er 2-mal in den Geisterbahnhof. Mit leeren Zügen rein und wieder raus. Also die sogenannten Belüftungsfahrten, dass wir hier durch den Tunnel mal durchfahren, der Wind hier unten ein bisschen bewegt werden wird, damit das hier unten nicht schimmelt, ist ja Geier. Antischimmelfahrten für 2 Millionen Euro, jeden Monat. Auf dem Rollfeld Flugzeugballett. Airline-Managerin Katharina Jung hat groß auffahren lassen. Ob es links versteckt ist, ob sie kaputt sind. Ob sie 2 Jets plus Gepäckwagen, Passagierbusse, Tanklaster. Warte mal, von umgekehrt rein, ja. Der Schaum muss ja von da rüber ziehen. Zum ersten Mal proben sie für echten Flugbetrieb. Das Spannende jetzt hierbei ist, wir haben jetzt 2 Flugzeuge nebeneinander geparkt und wir wollen gucken, ob vom Platz her die ganzen Abfertigungsgeräte und der Tankdispenser auch wirklich hinpassen. Weil es kann natürlich sein, dass hier auch mal Passagiere rauslaufen, während dieser Flieger abgefertigt wird. Der Platz für den Enteisungswagen extrem knapp. Beratung mit ihrem englischen Kollegen Russ Smith. Das
im Moment ist geplant, dass die Busse für die Fluggäste, die stehen hinter das Flugzeug. Und wenn man über die Hintertreppe einsteigt, dann muss man wirklich durch diese Enteisungsflüssigkeit laufen. Die ist ätzend und ja, die ist glitschig. Wenn man einmal durchgelaufen ist, kann man die Schuhe dann wahrscheinlich entsorgen. Nächste Herausforderung, der Flieger soll am Terminal andocken. Auch das eine Premiere. Noch wird der Jet übers Rollfeld gezogen. Pilot Thomas Wilpert probt für seinen Eröffnungsflug. Der Flughafen hat es in der Tat gefehlt, dass das hier an Flugbewegung stattfinden kann, also auch die Abfertigung, die im Gebäude möglich ist. Das ist definitiv ein internationaler und ein interkontinentaler Flughafen. In Berlin träumt man von neuen Routen nach Nordamerika und Asien. Doch erstmal muss das komplizierte Andocksystem funktionieren. Damit wird der Flugzeugtyp erkannt und an der richtigen Position gestoppt. Funktioniert sehr gut. Vom Cockpit sieht alles bestens aus. Ja, der Push beendet, bis Parkour gesetzt. Dann ist gesetzt. Danke. Doch der Airbus A319 steht falsch. Nee, der steht auf dem A320. Also das ist unsere Linie. Hier sollten wir eigentlich stehen. Und wir stehen jetzt hier bei A320. Den Fehler wird sie dem Flughafen melden. Umparken kostet die Airline Zeit und Geld. Nach 50 Positionen ist Katharina Jung halbwegs zufrieden. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir irgendwann auch mal sagen, okay, es funktioniert vielleicht nicht 100%, aber wir sind ganz, ganz nah dran an den 100% und die restlichen, ich sag mal, 2-3% machen wir jetzt noch im Realbetrieb. Im Kontrollzentrum angespannte Stimmung. Guten Tag allerseits. Betriebsleiter Patrick Muller hat von Problemen gehört. Dabei muss in der Schaltzentrale wirklich alles funktionieren. Mit hunderten Kameras überwachen sie jeden Winkel. Im Notfall heißt es Alarm auslösen, Terminal evakuieren. Dafür brauchen sie Kameras, die funktionieren. Gehen Sie mal ins Terminal. Wenn Sie das Terminal 1, gehen Sie mal auf die E1, öffentlicher Bereich, genau. Ich meine, es sind wunderbare Kameras hier installiert worden. Leider ist das Problem, dass man maximal 4 aufrufen darf. Ja. Ansonsten fällt das System zusammen. Mhm. Ja, aber, das weiß ich. Ja. Danke. Muller weiß aus Erfahrung, die kleinste Störung kann eine Kettenreaktion auslösen. Das sind große Dinge. Nämlich für die Kollegen, die hier arbeiten, ist das extrem wichtig. Ich sehe meine Rolle darin, da wo es Schwierigkeiten gibt, die aus dem Weg zu räumen, damit die Kollegen und Kolleginnen entsprechend Tools an der Hand haben, in denen sie vernünftig arbeiten können. Genau, das wir dann genau so machen wir das mit der Maske. Noch eine Aufgabe für den Betriebsleiter. Und nur 3 Wochen bis zur Eröffnung. Im Terminal die letzte Etappe für die Tester. In 4 Minuten die Frage ist Boarding. In 4 Minuten ist Boarding. In 4 Minuten, ja. Oh wei. Der Flugsteig fast erreicht. Ein Marathon mit Kinderwagen. Kurz vor dem Ziel noch ein Hindernis. Ich habe auch nicht so schnell geguckt, wo hier irgendwie ein Fahrstuhl ist. Du hast jetzt deinen Rucksack auf. Ja. Du schnappst jetzt mal bitte das Kind. Einfach mal Kind nehmen. Kein Aufzug in Sicht. So haben sie sich ihren Flug nicht vorgestellt. Kinderwagen schleppen, die enge Gepäckaufgabe, die falsche Sicherheitskontrolle stecken ganz schön in den Knochen. Der Betriebsleiter will hören, wie die Tour war. Hallo. Das war für uns überraschend, dass der Fahrstuhl nicht neben Treppenhaus war und wir jetzt nicht wussten, wo ist der nächste. Das Thema mit den Aufzügen, die sind noch nicht eingebaut. Da sind unsere Kollegen noch am Schrauben und am Machen und die sind in der Tat schwer zu finden. Die sind hinten in der Ecke. Danke, schönen Tag. Danke. Schönen Tag noch. Letzte Baustellen, kurz vor Eröffnung. Immerhin ist der Flughafen so fertig wie nie zuvor. Die haben da auch alle ihre Zulassungen. Das heißt also, wenn jetzt wirklich noch irgendwo Schönheit oder was auch immer fehlt, dann
Die werden einfach aufmachen. Finde ich auch in Ordnung. Sollen sie mal aufmachen. Sie haben einfach aufgemacht. Ohne Party, nur 50 Gäste, kein Tamtam. Ein paar Tage nach Inbetriebnahme. Patrick Muller hat das Kameraproblem im Kontrollzentrum lösen können. Doch 10 Aufzüge funktionieren immer noch nicht. Auch die Fluggastbrücken machen Probleme. Wir haben sie nämlich näher ans Gebäude gefahren. Damit haben wir hier mehr Platz. Fehler ausmerzen im laufenden Betrieb. Es ist leider ein bisschen lauter, wenn die Flugzeuge einrollen. Aber es macht natürlich Spaß zu sehen, dass jetzt der Flughafen zum Leben erweckt wird. Pistenkontrolle für eine Premiere. Der erste Langstreckenjet naht. Aus Doha, Katar. Dort hat Patrick Muller schon einen neuen Flughafen eröffnet. Das nun auch in Berlin geschafft. 9.38 Uhr. Die ist jetzt gerade über Tschechien. Auf 4 Kilometern Landebahn darf nichts herumliegen. Die Araber kommen mit einem fabrikneuen Flieger. Ach ja, haben wir doch noch was gefunden. Das sind Schalen. Ob die tatsächlich jetzt die Triebwerke beeinträchtigen. Aber ich habe es gerade gesehen. Und alles, was man aufheben kann, sollte man immer aufheben. Sollte nichts rumliegen auf dem Vorfeld. Alles besenrein. Don't fuck up the landing. Na komm, Touchdown. Einfach nur geil. Der erste Langstreckenflieger. Davon wollen sie am BER ganz viele. Träumen von einem Drehkreuz für Berlin und Deutschlands Osten. Als allererstes müssen wir die Kundenzufriedenheit etwas steigern. Wir sind im Moment, glaube weltweit ziemlich weit hinten. Wo wir da genau sind, möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Und das muss sehr, sehr stark, das muss sich verändern. Also Ziel muss es sein, dass wir die 5 Sterne kriegen. Das ist zumindest mein persönliches Ziel. 5 Sterne im Airport-Ranking und Flüge in alle Welt. Patrick Muller hat sich viel vorgenommen. Gut, weiter geht's. Der BER ist auf. Der alte Airport Tegel hat ausgedient. Auch wenn viele Berliner für die Offenhaltung gekämpft haben. Lange haben sie hier das BER-Desaster abgemildert. Hat Terminalmanagerin Kati Krüger ihr Team motiviert. Tschüss, guten Flug. Tschüss. Einen guten letzten Flug von Tegel. Danke. Dankeschön. Tegel war für Berliner das Tor zur Welt. Für die Mitarbeiter eine zweite Familie. Guck mal, die verneigen sich. Wow. Heute ist es Wehmut, die überwiegt, dass jetzt tatsächlich der Moment gekommen ist, in dem hier die letzten Passagiere einsteigen. Der letzte Flieger nach Paris. 60 Jahre Tegel. Adieu. Bis zum Abend nehmen sie Abschied von ihrem TXL. Und das ist halt wirklich auch das, wo wir jetzt vielleicht auf die Tränen kommen. Man weiß es im Prinzip gar nicht, warum das dann am Ende immer so liebenswert war. Ja, am Ende sind es wahrscheinlich wirklich diese Menschen gewesen, die hier... Toi, toi, toi. Danke. Kati Krüger hat die letzte Ehre. Ein kleines Licht für die Welt, ein großes Licht für Berlin geht in diesem Moment zu Ende. Danke, TXL.
Der BER ist nun Berlins einziger Flughafen. Seit Eröffnung im Corona-Koma. Nur 2 bis 3 Starts pro Stunde. Airline-Managerin Katharina Jung achtet trotz leerer Flieger auf die Gepäckregeln. 1 Kilo zu viel. Umpacken. Ja, okay. Ja, machen, wir haben ja 2 Handgepäckstücke sowieso frei. Machen Sie es da einfach rein. Bei nur 81 Fluggästen wenigstens kein Schlange stehen. Also so ist erstmal alles in Ordnung. Funktioniert alles so. Man muss es dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich sehen. Echt cool. Ich finde den super modern. Ja. Hat lange gedauert, aber Sie wissen ja, die Berliner sind geduldig, ne? Katharina Jungs Airline spart. Die Berliner Flotte wird halbiert. Hunderten Mitarbeitern droht die Entlassung. Wie liefen denn die Flüge heute Morgen? Waren die bisher alle pünktlich? Haben die Crews ihren Weg gefunden? Super, ja. Also die Crews sind immer sehr, sehr, sehr zeitig da, weil sie sich auch meistens noch selber den Flughafen angucken möchten. Dementsprechend gehen die Flüge auch wirklich alle sehr pünktlich, wenn nicht sogar überpünktlich raus. Überpünktlich auch die wenigen Passagiere. Boarding completed. Ich glaube tatsächlich, dass der BER hier viel Potenzial hat. Hier sind tolle Airlines, der Flughafen hat tolle Ideen, gibt sich Mühe. Und ich glaube, sobald die Flugkrise insgesamt auch wieder überwunden ist, gibt es ganz andere Möglichkeiten hier auch am BER. Durchhalteparolen in Krisenzeiten. Auch die Shopping Mall verweist. Keine Passagiere, kein Umsatz. Von 111 Läden sind einige noch geschlossen. Der Fischimbiss von Gastronom Klässig wartet noch auf die Abnahme. Dafür hat der Spielzeugladen auf. Beatrice Posch ist fertig geworden. Wir hoffen, dass jetzt ganz, ganz viele Leute wieder reisen können, dass irgendwann die Reisebeschränkungen vorbeigehen und dass wir einfach wieder unsere Gäste hier am Flughafen, die Passagiere, die Geschäftskunden begrüßen können. Und dass unsere Mitarbeiter, die so viel Power und Engagement haben, dass die hier wieder richtig loslegen können. Gehen wir dann mal hier hin. Vom Flughafen hat sie einen Mietnachlass bekommen. Eine kleine Hilfe für das maue Geschäft. Bundespolizeidirektor René Kexel macht sich Sorgen. Kaum Passagiere, kaum Kontrollen. Da droht schnell ein Corona-Blues in seiner Truppe. Super gebaut worden. Haben wir eigentlich jetzt noch Abflüge momentan? Ich sehe gerade, die Sicherheitskontrollen sind so leer. Naja, ich glaube, drüben sind noch an der 4. Ja. Sind noch Kontrollen. Der Flughafen ausgestattet mit neuester Sicherheitstechnik. Schnellen Scannern. Für wenig Gepäck und Menschen. 1200 Polizisten hatten sich auf einen stressigen Start vorbereitet. Nun heißt es, Motivation hochhalten. Und seitdem ist es so leer wie jetzt? Ja, da kommen immer schwungweise ein paar Leute, aber sonst ist es eher ruhig. Ja, okay. René Kexel hat Ausdauer. Schon mehrfach den Ironman-Triathlon absolviert. Seine Devise? Durchhalten. Bei dem Trauerspiel am BER. Erst Pleiten und Skandale, nun die Viruslast. Ist schon mal etwas besser als ein leerer Flughafen im Probebetrieb. Es gibt jetzt echte Reisen und echte Flieger. Aber ein Hauptstadt, ein Großflughafen, da erwarte ich schon andere Dynamiken und mehr Stress. Und der ist irgendwie, der fehlt noch. Ja. Das Team hat den Flughafen endlich an den Start gebracht. Doch ob der Airport seine offenen Kredite in Milliardenhöhe einspielen wird, unklar. Es bleibt turbulent. Bitte anschnallen am BER.